Willkommen zurück, meine verehrten Bankräuber. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Turn a Boy Robs a Bank. Und ja, im letzten Part haben wir ein bisschen mehr über unsere Basis erfahren, wie wir damit umzugehen haben, bla bla bla. Und im heutigen Part gehen wir direkt zu unserem Robo-Raphael. Genau so hieß der. Robo-Raphael. Junge Rübe, Robo rollt jetzt fertig, macht junge Rübe groß und stark. Gucken. Okay. Können wir jetzt schön workouten? Können wir richtig liften? Ey, können wir wirklich? Okay. Schauen wir mal, was wir haben. Molke erhöht den Nahkampfschaden. Sind das temporäre Sachen oder funktioniert das so, dass ich mir das jetzt kaufe und dann legit einfach stärker werde? Geldbeutel erhöht die Geldmenge. Ja, okay, wie sah sie, sind das permanente Upgrades. Offiziell lizenzierte Ware. Her damit. Ich bin Sucker für Merchandise. Die maximale Gesundheit erhöhen klingt auf jeden Fall auch nice. Erhöht die Distanz, die junge Rübe stolpern kann. Auch nicht zu verkehrt, nehme ich erstmal mit. Erhöht die Chance, bessere Waffen zu finden. Auch nicht zu verkehrt. Drücke schneller ab. Yo. Kann in Kugeln injiziert werden. Kugeln verursachen mehr Schaden. Wir injizieren etwas in Kugeln. Okay, interessant. Nehmen wir. Ja, yo. Jetzt macht das Spiel noch Laune. Ich hätte noch nie ein gutes Auge für künstlerische Fotos, aber bei Fotos für die Wissenschaft bin ich sofort dabei. Mach weiter so viele Fotos, wie du kannst und bring sie mir, damit wir sie besprechen können. Ich habe bisher noch kein einziges gemacht. Ah, die Spitzhacke, 1,5k. Okay, gut, wir müssen jetzt einen Vanilla-Run machen, weil ich gerade mein ganzes Geld auf den Kopf gehauen habe. Und hoffen, dass wir die Melonenscheibe finden und einen Auftrag abschließen. Und rein hier. Schnell. Los. Ich brauche Money. Du kommst her. Her. Los. Wir brauchen 1,5k, damit wir die Spitzhacke bekommen und die Story progressen können. Los. Keine Zeit zu verlieren. Da. Ich finde es so gut, dass wir eine Waffe haben, mit der wir jetzt einfach perma blasten können. Ich kann halt einfach schießen wie ein Mad Lad. Ja, die Gegner halten noch ein bisschen was aus, aber... Sorry, ich bin ein Weep. Ich bin einfach ein freaking Weep. Ich kann nicht anders. Das war das Wichtigste, was ich jetzt finden konnte. Und ich möchte die Waffe permanent haben, bitte. Danke. Damn, die Kanickel sind stark. Liegt aber auch daran, dass die Waffe, die wir haben, natürlich eine Two-Shot-Waffe und keine One-Shot ist. Her damit. Her mit your money. Oh. Das ist die Kiwi wieder. Ja, falsche Person. Ja, ist okay, aber du bist die falsche Person, Kiwi. Ich weiß nicht, also ganz random scheint der Sieb nicht zu sein. Wir müssen da nochmal uns umsehen. Vielleicht finden wir die Melone doch irgendwo. Spielt es noch keine Rolle für uns, I guess. Der Soundtrack ist übel funky. Können wir das jetzt nochmal aufspringen? Ja, okay. Das heißt, wir können jeden Run das mindestens mitnehmen, um ein bisschen Kleingeld mitzunehmen. Hey. Ganz wilder Soundtrack, was zur Hölle? Okay, raus hier. Ich glaube, den Soundtrack von dem Spiel werde ich eventuell in Zukunft auch in meinen Streams verwenden, je nachdem, wenn ich Bock habe. Ich verwende ja in meinen Streams nahezu nur Videogame-Soundtracks. Aus dem einfachen Grund, dass sich niemand schert, Videogame-Soundtracks zu verwenden, logischerweise. Es sei denn natürlich, man hat irgendwas, was abgeriegelt ist. Beispielsweise, weil die Artists da drin halt sehr spezieller Natur sind. Aber was ich auch Schönes erfahren habe, bei dem Spiel Metal Hellsinger hat man beispielsweise die Möglichkeit, alles ohne Probleme zu streamen, da Metal Hellsinger selber versichert, jo, das sind zwar famose Artists, die da drin sind, also Arch Enemy, System of a Down und so weiter, aber
Wir können die Musik trotzdem frei verwenden, weil die Musik extra dafür komponiert wurde und wir alle Rechte an der Musik besitzen. Das heißt, no problem an der Front. Und das ist das Beste, was sein kann. Klar, für Spiele wie GTA, vor allem die alten GTA-Teile, wo Musiklizenzen abgelaufen sind, könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber in dem Fall hat mich das sehr positiv überrascht zu lesen. Perfekt. Wir konnten zwei Raubzüge machen. Raus hier. Die besiegen wir noch. Oh, okay, wir haben das Limit gehittet. Raus. Wir müssen so oder so raus. Okay, let's go. Perfekt. Ding, 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 ding. Jawohl. 3400k, auch schön wäre es, aber nein, 3,4k meine ich natürlich. Wir gehen als erstes uns die Spitzhacke kaufen, damit wir direkt beim nächsten Mal weitermachen können. Und dann geben wir dir erstmal, ich gebe dir mein Weeaboo-Schwert und nehme das Pflanzenschwert mit, das Erdschwert. Alles in Pflanzen hier. Hast du noch was Schönes, was ich mitnehmen kann? Drücke schneller ab. Am liebsten würde ich ja den hier kaufen, aber kann ich nicht. Wir haben dann von jedem basically einen... Oder nee, nicht ganz. Wir haben von einer Menge Sachen einen One-Up bisher. Oh, das ist so wichtig. Das sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Das holen wir uns nach dem nächsten Run. Dass wir eine Minute mehr auf dem Timer haben, ist so dermaßen wichtig, wenn wir jetzt noch eine weitere Ebene freischalten. Okay, keine Zeit verschwenden, wir gehen direkt rein in den nächsten Run. Das Spiel macht übel Laune, Leute. Muss ich schon gestehen. Aber ich glaube, das ist eine nicht ganz roguelite, auch nicht ganz roguelike, weil bisher wirkt es nicht so, als würde sich zu viel verändern per Run. Sondern mehr ein, ja okay, gut. Du rennst einfach nochmal und nochmal. Damit du dann halt einfach das Geld vom vorherigen Mal mitnimmst. Das ist so ziemlich das, was ich bisher empfinde. Ich glaube, wir sollten auch jedes Mal, bevor wir den Dungeon verlassen, also die Bank, alle unsere Waffen austauschen. Damit wir die dann vernünftig... Oh, oh, wir können jetzt Statuen meinen. Oh. Actually nice. Wenn die... Oh mein Gott, was? Weil die sind dann nicht an das Limit von dem Geldbeutel gekoppelt. Die geben uns immer Plus. Das ist so nice. Das ist richtig nice. Okay. Gut, rein hier. Achso. Weil ich gerade das Thema Soundtrack und Rechte und sowas hatte. Eine VTuberin, die ich sehr gerne schaue. Zwar nicht mehr ganz so aktiv wie vorher, aber auch immer noch. Die hat ihr eigenes Original als Song freigegeben, den man für Streaming nutzen kann. Und es ist ein sehr chilliger Track, den man halt sehr gut als BGM einbauen kann oder sowas. Und ich denke, das wollte ich euch mal wissen lassen. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch den Track unten in der Beschreibung, damit ihr den selber für euch nutzen könnt. Oder natürlich auch einfach anhören. Weil es ist ein guter Track, kann man auf jeden Fall hören. Habe ich auch schon sehr oft jetzt gehört und bin auch am überlegen, den vielleicht mal für ein späteres Karaoke in Zukunft zu üben. Aber aktuell hat er keine zu hohe Priorität. Ich finde ihn trotzdem sehr gut und ich habe ihn auch schon in meinem eigenen Stream verwendet auf Song Requests. Deshalb, ja, passt perfekt, würde ich sagen. Werde ich versuchen dran zu denken, damit ihr ihn einbauen könnt. Schnell weiter, wir haben noch eine Minute. Los, los, los. Ich habe auch hier die Sachen noch nicht mitgenommen. Er hat es einfach liegen lassen. Turn it. Ist lecker. Okay, ich will auf jeden Fall noch in den anderen Dungeon da drüben rein. Wir machen halt jetzt einfach nochmal dasselbe. Aber ich find's cool, wenn die Schnecken so eine Sonnenbrille tragen. Das macht sie noch tausendmal mehr sassy. Elendigen Pflanzenfresser, sage ich als Vegetarier. Oh, 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 er hat den Goldblock. Der Goldblock, den man im Central Park gesteckt hat. Okay, du hast immer noch nichts Neues zu sagen.
Ich glaube, für den brauchen wir irgendwas. Vielleicht müssen wir selber so ein Steroiden-Typ werden. Oh, ein Smartphone. Wir haben hier ein Smartphone geklaut. Nice. Immer noch selbe Person. Und run, 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 run. Ich habe viel zu viel Zeit verschwendet. Beim nächsten Mal gehen wir ohne Umschweife direkt in den neuen Dungeon. Du. Jetzt muss ich jetzt mal schnell den Tresor aufbringen. Schnell rein hier. Alles umhieten. Raus hier. So. Ich hoffe, dass hier noch irgendwo eine random Waffe rumliegt, die ich mitnehmen und verkaufen kann. Bevor ich gehe. Schnell. Schnell, gib mir noch eine Waffe. Noch irgendeine random Waffe, die hier rumliegt. Wir haben auch unseren Geldbeutel Max. Nimm mit. Rein da. Ich glaube, hier lag noch irgendwo eine. Nein, nicht die. Irgendwas. Ein Kaktus oder so. Okay, gut. Ich kann nicht mehr länger hier bleiben. Ich habe halt auch nicht viel Leben. Ich muss wirklich rennen. Nein, gefährlich. Raus hier. Okay, puh. Bisher noch No-Death. Stehen insgesamt $10,000. Nice. Wir haben die 10k voll gemacht. Yay. Okay. Damit werden wir uns auf jeden Fall als nächstes den Countdown holen. Und das ist so praktisch. Ah, jetzt sehe ich auch unten drunter, dass man, oder wie viel man von jeweiligen Upgrade kaufen kann. Das sollten wir auf jeden Fall noch holen, damit wir das Katana besser verwenden können. So, dir verkaufe ich jetzt den Schlagbarsch. Ah, es reicht nicht ganz für die Pumpgun. Das ist so kurz davor gewesen. Sniff. Egal. Rein da. Garantiert, wie gesagt, ich habe euch versprochen, wir gehen jetzt sofort in den Dungeon. Natürlich erst, nachdem ich alle ausgeschüttelt habe. Ich finde es gut, wenn sie direkt mit irgendeinem Item, was man verkaufen kann, starten. Trotz dessen, dass wir ja auf Easy spielen, in Anführungsstrichen, finde ich, dass das schon eine gewisse Herausforderung hat. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen würde, oh ja, das ist sehr schwer, aber es ist zumindest herausfordernd genug. Hey Räuber, jetzt weiß ich, warum der alte Knubi wollte, dass ich dich hier diese bescheuerte Wand einziehe. Wie soll dich aufhalten? Dem Pilz sei Dank, dass du keine Spitzhacke oder so hast, sonst sehe ich ihn ganz schön in der Tinte. Hey, ich glaube, das ist schief gelaufen. Direkt den Barsch mitnehmen. Ach ja, der gute alte Wanderlichtmusch. Oh, dieser praktische Fotospot erinnert mich daran, dass wir unbedingt die Anfänge dieser Aufstände festhalten sollten. Mach ein Foto. Das geht, Kumpel. Ey, yo, den kennen wir doch aus dem vorherigen Game. Das ist der Graffiti-Künstler, der Vandalismus begehen wollte, aber keine Dose hatte. Und wir haben ihn dann, also ich habe ihm dann oft die Dose gegeben. Aber das, ich nenne es öffentliches Eigentum zerstören, um ein Zeichen zu setzen. Ich bin ein Trendsetter. Ja, nice. Der Grafikkünstler vollbringt einen Vandalismus. Ich bewundere ihn als einen Gemüsekollegen, der Verbrechen begeht. Oh, du bist kleine Rübe, richtig? Der Grafikkünstler hat viel Gutes über dich erzählt. GG! Ich bin sein neuer Lehrling. Versuche alles zu lernen, weißt du? Die bildende Kunst hier wirkt sich allerdings ganz schön negativ auf meine Inspiration aus. Würdest du mir helfen, diese Werke an der Wand ein wenig zu verbessern? Ich gebe dir auch das Graffiti-Tool. Tagge alle Gemälde in diesem Foyer. Und wenn du zurückkommst, werde ich deine Arbeit bewerten. Oh, wundervoll. Psst. Hey. Ja, du. Hör mal. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss diese Statue fertigstellen. Das ist ziemlich wichtig. Dieser Typ Denken ist ein Beruf. Sein Beruf. Jetzt muss ich kurz darüber nachdenken. Moment, ist das wieder so eine deutsche Namensfetischisierung wie bei Frieren, wo halt Charakter denken, laufen und so weiter heißen? Aber nein, ich bin einfach schon viel zu sehr beeinflusst von sowas. Das ist meine Chance, in die gleichen Kreise aufzusteigen, aber es gibt ein Problem. Ich brauche eine illegale Substanz, wenn ich das schaffen will. Du weißt schon. Holz.
Das ist die einzige Substanz, die sich für die Herstellung einer Plakette für diesen Knaben eignet. Hilfst du mir? Bitte hilf mir! Es gibt da einen zwielichtigen Typen irgendwo tief in der Bank, der dieses Zeug hat. Beschaffe mir die Ware und ich sorge dafür, dass sich der Aufwand für dich lohnt. Ich habe sehr viele Meinungen. Ich möchte unbedingt, dass diese Statue zeigt, wie viele coole Gedanken ich jeden Tag habe. Bitte lass mich in Ruhe denken. Okay. Gut, ich finde es gut, dass unser Stift in der Lage ist, die Leute umzubringen. Alles, worüber man Knobi diese Tage reden hört, ist, wie er diesen Ort noch weiter ausbauen will. Er hat vergessen, wo er kommt. Keine Bank muss groß sein. Aber ich kann mich nicht beschweren. Für uns Dienstleister ist das großartig. Das ist in der Tat für Dienstleister sehr großartig. Was zur Hölle sehe ich da? Ich glaube, es ist irgendeine Art Gang, wo ich jetzt noch nicht reinkomme. Okay. Wir haben eine ganze Menge neue Sidequests bekommen. Ah, da kann ich rein. Junge Rüber, großer Boss voraus, sei bereit. Ich schlafe hier, Eindringling. Muss ich dich um Ruhe bitten? Mach ich dich zum Rübenfritten. War das nicht der Cowboy aus dem ersten Teil? Du hast es so gewollt. Zeit, ein paar Rüben zu frittieren. Also gut, Rübenkopf. Du hast einen Gott besiegt. Da schaffst du diesen Trottel mit Leichtigkeit. Ganz kurz dazu. Falls ihr euch wundern solltet. Hä? Ich habe doch gar nicht den richtigen Boss gemacht, den Turnip Boy. Ich habe erst, nachdem ich die Aufnahme gemacht habe, die letzte Aufnahme, erfahren, dass es einen finalen Boss gibt. Und habe die Conditions dafür erfüllt und dachte mir so, okay, whatever. Ich nehme jetzt nicht noch extra 5 Minuten Gameplay auf, damit wir den sehen. Das überlasse ich dann anderen Leuten. Nur damit ihr wisst, Zwiebel als Endgegner hatte noch eine Gottform und dafür musste man alle Steuersachen erledigen. Deshalb hat er das jetzt hier gesagt. Okay. Du bist eine Einrüben-Armee. Vor allem, weil ich mich nicht selbst darum kümmern will, ob mein Team gerade Teamsachen macht. Wichtige Teamsachen. Man braucht eine Mannschaft, um ein Schiff zu steuern, Rübe. Du bist die Kanonen. Er sieht sogar schon ein wenig ausgefranst aus. Geh und erledige ihn. Der Sergeant. Yeeha! Machen wir den Murikaner fertig. Das Spiel ist auf einmal in Danmarku geworden. Ich habe einfach 2 Nahkampfwaffen. Oh, das macht Spaß. Oh, die Boxen drüben. Mir gefällt der Soundtrack. Der alte Knobi hat uns angeheuert, um diese Bank und ihre Geheimnisse zu beschützen. Holt sie euch, Jungs. Ja! Ah, eine Fernkampfwaffe. Okay, passt. Das ist gerade sehr nice. Ich glaube, der Boss würde mehr durchhalten und mehr Damage machen, wenn ich auf dem höheren Schwierigkeitsgrad spielen würde, aber ich denke, das ist actually der normale Schwierigkeitsgrad, so wie sich das anfühlt. So wie ich so ein Spiel erwarten würde. Also gut, Cowboy, ich gebe dir eine letzte Chance, dich zu ergeben. Also lass deine Waffen fallen, nimm die Endo. Warte, wir haben kein Ende. Egal, schnappt sie euch, Jungs. Jetzt versucht er mich zu snipen, der Hund. Und er trifft sogar. Oh. Ich hätte nichts dagegen, eventuell Heilung zu finden. Yo. Verdammt, Cowboy, du hast mich erwischt. Ich habe mein letztes Ja gerufen. Ja, das Gefühl, wir werden ihn nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ja. War ein ganz schöner Kampf, muss ich sagen. Wir kommen ja aber scheinbar. Oh. Nice. Congratulations. Ich wollte gerade sagen, wir kommen scheinbar nicht weiter, aber jetzt kommen wir weiter. Wir spielen gerade Doom. Ich habe etwas gefunden. Grüne Schlüsselkarte. Du kannst jetzt grüne Türen öffnen. Sie sind mit einer 1 markiert. Ja, es ist halt literally Doom.
Und wir haben einen neuen Track freigeschaltet. Du hast meinen Sheriff besiegt. Vielleicht muss ich den Vertrag dieser Narren etwas überarbeiten. Kleine Rübe, wie ich sehe, hast du meinen größten Misserfolg entdeckt. Ich habe versucht, diese Schmarotzer aus meiner Bank zu vertreiben. Aber sie bestehen darauf, dass sie in Sartopolis eine neue Gesellschaft aufgebaut haben. Ist das nicht lächerlich? Sie wollen einfach nicht nachgeben. Ich verstehe, warum Zwiebel sie mit Hilfe von Steuern so richtig zur Kasse bitten wollte. Ich habe den Boden gebaut, auf dem sie gehen. Du solltest lieber von hier verschwinden, wenn du weißt, was gut für dich ist. Lange wirst du nicht hier sein. Ich habe die Polenta an meiner Seite. Nimm dich in Acht drüber. Was ist das? Sieht aus, als hätten sich die ehemaligen Bewohner des Gemüsegartens hier niedergelassen. Da bin ich gespannt, wenn wir da alles treffen. Nach deinem kleinen Abstecher in die Regierung und im Krieg wussten viele von ihnen nicht, wohin sie gehen sollten. Sie sind wohl alle hierher gekommen. Puh. Also gut, Neuling. Rede einfach mit ihnen und versuche, an Informationen zu kommen. Erkunde ein bisschen die Gegend, töte alles, was ich dir in den Weg stelle, das Übliche. Oh, hallo, kleine Rübe. Du hast nicht zufällig eine Eichel gesehen? Doch. Er hat seine Darlehensrate noch nicht bezahlt und sie ist heute fällig. Der Markt ist ziemlich instabil seit dem Ton von Du weißt schon, wem wir sind, so weit. Und weiß schon, seit dem Krieg. Könntest du ihm das hier geben, wenn du ihn siehst? Congratulations. Sie ist laminiert. Er lernt dazu. Ja, ganz zufälligerweise können wir nämlich ein laminiertes Dokument nicht einfach so zerreißen. So, her mit der Cash. Hey, yo, alter Mann, Zitrone. Kleine Rübe. Ich habe dich gefunden, Kid. Ich habe mich hier mit den anderen Bewohnern des Gemüsegartens versteckt, als der Krieg sich dem Ende zuneigte. Jag mir doch nicht so einen Schrecken ein, Kid. Du verschwindest und plötzlich höre ich Gerüchte, dass du mit der Gewürzgang zusammenarbeitest. Ist das nicht dein Brüller? Warte, du machst Witze, oder? Kid, was würde dein Vater sagen? Er ist selber ein Don. Ihr macht einen Raubüberfall? Ja? Ach, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja. Rauben wir erstmal unsere ehemaligen Freunde aus. Was zum Bild? Was tust du da, Kid? Vergiss ja nicht, mich nochmal zu schütteln. Doch, wir brauchen deine Papiere, deine Scheidungspapiere. Meine Frau hat dich geschickt, nicht wahr? Ich weiß, dass 90% aller Essensfolge-Ehen in einer Scheidung enden, aber wir konnten zu den 10% gehören. Okay, okay, schön. Hier sind sie. Sag ihr, dass sie ganz schön gemein ist. Und ich hoffe, dass sie glücklich ist. Congratulations. Congratulations. Verdammt, sie sind laminiert. Ich kann sie nicht zerreißen. Warum ist alles laminiert in dem Spiel? Boah, das ist so lange her. Ich bin so froh, dass du den Krieg heil überstanden hast. Wir haben es selbst nur knapp geschafft. Gut, dass wir sicher gelandet sind. Ach ja, die Floristin und ich teilen uns jetzt ein Zelt. Normie! Ich weiß, manche Leute sagen, es zu schnell geht, aber wir sind schon 2 Tage zusammen. Warum warten? 2 ganze Tage! Auch wenn du meinen Liebesbrief an sie zerrissen hast, ich danke dir, dass du uns zusammengebracht hast. Du bist ein wahrer Amor. Kleine Rübe, heiliger Pilz, du lebst. Das sind tolle Neuigkeiten. Ich brauche nämlich deine Hilfe. Ist nämlich so, ich fühle mich ziemlich dumm. Ich hätte Erdbeere schon viel früher ansprechen sollen. Nach allem, was passiert ist, ich glaube, wir sollten schnell etwas Ernstes daraus machen. Nach 2 Tagen! Ich habe in einigen Texten aus der alten Welt gelesen, dass man sich dort gegenseitig Ringe schenkte, um zu zeigen, wie sehr man sich liebt. Materialismus vom Feinsten, genau. Kannst du mir helfen, einen Ring zu finden, mit dem ich Erdbeere einen Antrag machen kann? Wir sind schon oft umgezogen. Ich will ihr zeigen, dass ich es ernst meine. Er sollte einen großen Edelstein haben. Riesig. Je größer, desto mehr liebe ich sie. So läuft das, kleine Rübe. Ja, Materialismus vom Feinsten. Wir sind jetzt gerade schon bei 25 Minuten. Und ehrlich gesagt würde ich den Rest dann einfach beim nächsten Mal erkunden. Ich bin gespannt, ob wir nochmal einen Bosskampf machen müssen oder nicht. Aber ja, den habe ich mir noch gegönnt.
Und dann würde ich jetzt einmal nach draußen sprinten. Aber nächstes Mal haben wir eine ganze Menge zu tun, was ich so gesehen habe. Jo. Gut. Gönnen wir uns. Was haben wir da alles Schönes bekommen? Ja. Oh, ich habe das Foyer nicht zu Ende gemacht. Egal. Können wir später, glaube ich, immer noch. Je nachdem, ob wir die Crayon weiterverwenden können oder nicht. Ich sollte sie behalten. Brotsniper, rein da. Und wir haben die Pumpgun freigeschaltet, die ich auch sofort mitnehmen will. Wir würden uns wahrscheinlich den Boss so einfach machen. Okay. Der Damage. Von der Range erinnert es mich wirklich an Enter the Gungeon. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich habe richtig Bock. Und bis dahin, macht's gut.